Hi Leute, dieses Jahr war ich wieder auf Fehmarn zum Kitesurfen, 2 Wochen im Sommer. Dieses Jahr mal bei wunderschönem Sonnenschein. Die letzten 4 Jahre hatte ich immer nur Kackwetter mit Regen und Wolken und war richtig geil dieses Jahr. Ich möchte halt diese Videos, die ich dieses Jahr gemacht habe, mal zum Anlass nehmen, mal ein bisschen Kiteschulung für Leute zu machen, die das noch nicht so gut können. Ja, meine Hauptfahrzeit sind eigentlich immer die Sommerferien. Da fahre ich immer 2 Wochen nach Fehmarn. Das seit 2013. Also ich habe jetzt so eine effektive Fahrzeit auf dem Wasser Kitesurfen von ungefähr 3 Monaten, sag ich mal. Also so lange mache ich das eigentlich auch noch gar nicht. Aber es macht halt mächtig Spaß. So, als erste Übung haben wir jetzt gleich mal hier mal die Basishalse. Das ist eine Wende. Das funktioniert eigentlich folgendermaßen, dass man einfach nur den Kite nach oben steuert. Und dann das Brett so ein bisschen anstellt, wie man gesehen hat jetzt gerade. Und dann mit der Restgeschwindigkeit ein bisschen gleitet. Ja, und dann muss der Kite schon wieder so weit nach rechts gesteuert sein, dass man dann eigentlich direkt nach der Gleitphase gleich wieder losfahren kann in die andere Richtung. Kriegt man aber nachher so ein bisschen Gefühl langsam irgendwann raus. Gar nicht schwer. Das ist jetzt hier ein 13 Quadratmeter Kite. Kleine Sprünge gelingen. Der Wind ist nicht so stark. Ich glaube, das waren so 13 Knoten. Also für einen 13er genau richtig. Das Wasser ist relativ seicht. Nicht so viele Wellen. Schönes, gemütliches Einfahren bei so einem Wind. So, hier kannst du jetzt gleich nochmal eine Basishalse, also Kite wieder nach oben steuern, mit dem Brett leicht bremsen, um dann danach gleich in die andere Richtung weiterfahren zu können. Achtung! Fertig! Und los! Noch nicht, aber gleich. Jetzt? Nein. Ein Stück noch. Er geht noch ein Stück. Zack. So, die Wende. So, und jetzt kommt gleich ein Sprung, den verhaue ich ein bisschen. Und zwar ist es immer so, dass man vor dem Sprung den Kite nach oben steuert, an der Bar reißt, damit man aus dem Wasser kommt. Und dann muss man im rechten Moment aber wieder den Kite in Fahrtrichtung bringen. So, und mein Kite steht jetzt viel zu weit links. Was passiert natürlich? Ich klatsche hin, weil mich der Kite nicht dahin zieht, wo ich hin will. Der Kite klatscht aufs Wasser. Ja, Wasserstart. So, funktioniert folgendermaßen. Ich Idiot drehe jetzt einmal die Bar halb um, weil ich gesehen habe, die Schnur ist ja verdreht. Voll der Fehler. Denn jetzt ist der Kite, die Schnur zwar enttüdelt, aber natürlich links ist rechts und rechts ist links. Das heißt, wenn ich jetzt an einer Seite ziehe, was macht der Kite? Klatscht natürlich wieder aufs Wasser. Also Bar einmal halb drehen. Einfach so lassen, wie sie gewesen ist. Man zieht dann an der einen Seite und dann kann man schon sehen, dass es jetzt der Russenstart hier in der Powerzone gestartet, macht man eigentlich nicht so. Hier jetzt Anfängerfehler, gleich Höhe laufen wollen, obwohl der Kite noch gar nicht richtig zieht. Man ist noch gar nicht im Laufen, man kommt nicht richtig in Fahrt, klatscht wieder hin. Das heißt also bei Beginn erstmal in Windrichtung ein bisschen fahren, damit man erst Geschwindigkeit aufnimmt. Und wenn man Geschwindigkeit aufgenommen hat, dann kann man langsam anfangen mit dem Board gegen den Wind zu steuern. Und das ist dann so ein Ding, das ist halt so ein Feeling, das kriegt man irgendwann einfach raus, dass man merkt, ich werde zu schnell, dann fahre ich doch mal ein Stück aufs Wasser raus gegen den Wind, dann wird man auch langsamer, hat zwar mehr Druck auf die Kite und das ist so ein Spiel, das kriegt man nachher ganz einfach raus eigentlich. So, hier habe ich jetzt rechtzeitig gesteuert, zack, kann weiterfahren. War auch noch nicht ganz perfekt, aber schon besser. Ja, der war auch nicht schlecht. Aber das Ding beim Springen ist nämlich immer, dass man mal so einen Satz nach vorne macht. Also jetzt hier, wenn der Wind halt auflandig ist, da kommt man mal so 10, 15 Meter Richtung Land wieder zurück. Das heißt, es ist eigentlich unverzichtbar, dass man Höhe läuft, wenn man springt, denn sonst klatscht man irgendwann auf den Strand, wenn man
das immer weiter macht. Und das wollen wir ja nicht, das tut ja weh. Ich meine, das tut auf dem Wasser auch manchmal weh. Aber nicht so doll wie auf dem Strand, glaube ich. Hier kommt jetzt gleich wieder eine Basishalse. Die klassische einfache Wende. Und los geht's. Kite nach oben steuern, anbremsen, Kite rechts nach rechts steuern, runterziehen, Fahrt aufnehmen, weiterfahren. Jetzt kommt gleich ein Sprung, da hat es mich ein bisschen zerlegt, denn mir ist nach dem Absprung der rechte Fuß aus der Bordschlaufe gerutscht. Und da hing das Board nur noch am linken Fuß. Ja, und das landet mich ganz, ganz beschissen mit nur einem Fuß in meinem Board, wie ihr gleich auch sehen werdet. Ah ja, und Fuß raus und Scheiße und Tala. So, jetzt haben wir wieder den Teil eigentlich im Wasser. Haben wir gleich wieder hochgekriegt. Jetzt haben wir hier den Body Drag als Übung. Wie komme ich zu meinem Board zurück? Den Kite so ungefähr auf diese Stellung steuern. Körper lang machen, den freien Arm ausstrecken, Beine auch lang machen und dann eigentlich wie so ein langes Brett sich vom Kite ja, mehr oder weniger auch am besten gegen den Wind aufs Wasser wieder rausziehen lassen. Man muss ja hinter sein Brett kommen, das Brett liegt ja meistens hinter einem. Ja, und mit diesem Bodydrag ist es halt möglich, ja, wieder zu seinem Board zu kommen. Das ist nicht ganz einfach, jetzt bei dem Wasser hier geht's, wenn das nicht so wellig ist, wenn das natürlich ein bisschen welliger ist und kappeliger das Wasser, dann muss man schon ein bisschen kämpfen manchmal mit den Wellen und mit dem Wasser, was so in den Mund kommt und was man dann auch mal schluckt. Ja, ich habe an meinem Board noch so ein Gimmick dran, das nennt sich Gojo. Das ist wie so ein Schwimmflügel für ein Kiteboard. Und das bewirkt einfach, dass sich das Board A schon mal immer wieder umdreht, weil wenn es auf dem Kopf liegt oder auch halt mit den Schlaufen nach unten, dann sieht man das teilweise auch ganz schwer bei Wellengang. Ja, und diesen Schwimmflügel, den ich dran habe, der bewirkt einfach, dass das Boot sich schon immer aufstellt und zusätzlich dann auch noch vom Wind eigentlich wie so ein kleines Schiffchen Richtung Land getrieben wird. Also wenn es ganz blöd läuft, brauchst du eigentlich einfach nur zu warten, versuchen irgendwie halbwegs nicht dich fortzubewegen im Wasser. Und dann kommt das Brett ganz einfach zu dir zurück. Ich habe auch mal mit so einer Bordleash gearbeitet, also so eine Leine am Board, die ist 5 Meter lang, die sich dann abrollt, aber das ist halt gefährlich, wenn man dann mal irgendwie einen Satz macht und das Seil spannt sich und das Board kommt zurückgeschnellt und knallt einem am Kopf, das ist natürlich nicht so gut. Deswegen fand ich diese Lösung hier mit diesem Gojo sehr, sehr gut. Eine sehr, sehr gute Hilfe. Nimmt dann auch ein bisschen die Angst beim Springen, wenn man weiß, dass man sein Board relativ einfach und schnell wiederkriegt. Kalatsch. Na, hat auch wieder nicht ganz funktioniert. Ja, passiert, ne? So, hier kommt jetzt auch gleich noch mal eine Basishalse, aber die war ganz knapp. Da hat mich der Kite nur noch gerade so eben gehalten. Ein kleiner Fehler mehr und ich wäre ins Wasser geklatscht mit dem Arsch. Sieht man gleich. Geguckt. Der Check. Wasser hat gar nichts gebracht, weil jetzt ist es schlimmer als vorher. So, hier angebremst, so und fast, zack, ich glaube der Arsch war schon im Wasser. Die war nicht ganz so gut.
denken wir, jetzt kommt gleich wohl schon wieder der Schulterblick. Ne, ohne. Yeah! Der war gut. Da ist er kalt. Zack. Rechtzeitig rumgelenkt. Kann man so weiterfahren. Und das Timing zu finden, das ist nicht so einfach. Das geht mit einem großen Teil, das ist jetzt der 13 Quadratmeter, noch relativ einfach, weil der relativ träge ist. Bei mehr Wind und kleinerem Kite gestaltet sich das Ganze dann schon wieder etwas schwieriger. Denn kleine Kites sind natürlich viel zackiger und schneller. Und der ist dann schnell mal an der Position, wo man ihn nicht haben will. Ja, und dann kann es auch mit einer kleinen Arschbombe enden oder irgendwelchen komischen Wasseraufklatschern. Aber das kommt im nächsten Video gleich. Später, demnächst. Das hier ist quasi ja nur gemütliches Warmfahren. Nach 2 Jahren Pause fast, braucht man auch immer mal so einen nicht ganz so einen harten Tag mit viel Wind, um erstmal die ganzen Muskeln, die wieder sich alle abgebaut haben, zu aktivieren und aufzubauen. Kitesurfen ist ein Ganzkörpersport, da tun einem Muskeln weh, wo man denkt, so wie, da gibt es auch Muskeln. So die vordere Waden, der vordere Schienbeinbereich zum Beispiel vom Board festhalten und ja, das sind so ganz komische Muskelpartien, die da angesprochen werden. Die benutzt man sonst gar nicht. Und das tut dann natürlich weh, wenn man die dann nach 2 Jahren wieder gleich voll aktiviert und auch voll ausnutzt und natürlich auch gleich wieder eigentlich da weitermachen will, wo man aufgehört hat. So, jetzt kommt gleich der letzte Sprung, der letzte, weil es passiert ein Unglück. Der Kite rollt gleich, wenn ihr das gleich seht, auf dem Wasser zweimal durch. Der loopt durch, das heißt, die Schnüre verdrehen sich. Wenn sie die Backlines und die Frontlines nämlich verdreht, da kann man zwar noch fliegen und fahren, aber durch die hohe Reibung an den Schnüren ist das Lenken dann natürlich etwas erschwert und nicht mehr so gut möglich. Ja, deswegen werden wir gleich sehen, hat das Kiten denn für diesen Tag ein Ende genommen. So, hier, Kite jetzt den Tag neben mir. Klatscht aufs Wasser und jetzt passiert's. Er dreht einmal, nochmal. Ja, die Schnüre sind links und rechts am Kite befestigt, das heißt, er hat jetzt ja eigentlich die Schnüre zweimal in sich verdreht, die Back- und die Frontlines. Ja, und dadurch ist dann Kite-Steuerung nicht mehr richtig möglich, weil die Reibung halt so hoch ist und ja, da muss ich halt raus, Kite retten, abtüdeln. Neu anknüpfen. Kite Session für heute beendet. Weiter geht's mit dem kleineren Kite. Bis dann!